Reicht schon, danke. Thank you.
Das da drüben ist die S-Bahn-Haltestelle unter Föhring. Und da ist es wahrscheinlich passiert mit der Schießerei. Mehr wissen wir aber leider auch noch nicht momentan. Auf jeden Fall war gerade der ADAC-Hubschrauber da. Der ist auch schon wieder weggeflogen. Müsste circa eine halbe Stunde her sein ungefähr, 30 Minuten. Ich war auch nur gerade um die Ecke. Hab mir gedacht, was ist denn hier los? Überall Polizei, 20, 30, 40 Autos, keine Ahnung. Helikopter, eins oder zwei Helikopter. Mehr weiß ich leider auch nicht momentan. Dann schauen wir mal zu den Presseleuten rüber. Was genau dann vor Ort passiert ist, wissen wir allerdings auch noch nicht. Ein terroristischer Akt wird ausgeschlossen. Die Situation ist vor Ort, aber im Griff. Es besteht keine Gefahr für den Anwohner oder Passanten. Also eine Menge Sicherheitskräfte sind hier am Einsatz. Dafür, dass sie nicht weiter passiert. Und ich bin natürlich weiter gelaufen.
Ich habe für jetzt das Gute gedacht. Gar nichts. Die Straßen sind alle nach wie vor abgesperrt. Zwei Hubschrauber kreisen hier um dieses Areal. Das Sondereinsatzkommando ist auch vor Ort. Also hier geht noch nicht mit dem Gas voran. So, wir gehen wieder auf die andere Seite vom Bahnhof. Hier sind nur noch die Presseleute. Wahrscheinlich spricht auch gleich die Polizei zur Presse. Bis dahin kommen wir auch wieder zurück. Mal gucken. Der Glorias Martins, der ist vorher mit den ganzen Leitern Meister, ich hab's dir einmal gesagt, du filmst jetzt nicht mehr, sonst nehme ich's dir weg.